11. April 1968. Der Wortführer des Studentenprotests, Rudi Dutschke, wird Opfer eines rechtsradikalen Attentats. Er überlebt schwer verletzt. Fast ein Jahr zuvor wurde der Student Benno Ohnesorg von einem Polizisten während einer Demonstration erschossen. Diese beiden Gewalterfahrungen, bei denen es um Leben und Tod ging, die haben diese Studentenbewegung sehr stark beschäftigt, sehr stark geprägt. Und insbesondere nach dem Attentat auf Dutschke waren einige so weit zu sagen, wir müssen selber Gewalt anwenden. Und da war der Punkt, wo dann die Studentenbewegung sich auflöste in verschiedene Separatisten, in verschiedene Splitterabteilungen, die dann aber auch politisch immer einige jedenfalls schärfer wurden, bis hin zu der radikalsten, die es ja nun dann auch gab, die Rote Armee-Fraktion. Aber es waren nicht Massen von Studenten, die gewalttätig waren. Das war eine relativ kleine Gruppe. Die haben sich so quasi als Hardcore-Gewaltgruppe auch gefunden und sich gegenseitig dann scharf gemacht. Aber das war die Minderheit.